Und erneut begrüßt euch Rome mit dem ernsten Blick. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Yo, hi, willkommen. Habe ich total vergessen. Hahaha. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in den Kulmerfall angekommen und wir kämpfen uns neu durch. Aber vorher ein Skit. Elises Geisterkunde. I've never seen a kid with anywhere near your master's level of skill. Really? I was channeling the four when I was much younger. You're a special case. Although it does sound like Elise here can channel spirits based on intuition alone, just like Mila. You're really something. You betcha! Jude knows what's what! Remember that you're still a child, though. In combat, you must prioritize self-protection. Okay. Mila's just worried about you. She's right. You be careful out there. Yes, perhaps that's what I should have said. Do you understand? Yes, ma'am. Gut. So, wie komme ich da hin? Was soll das? Aber erstmal mache ich dich fett Ding fertig. No breaks. Zack. Aua. Stört's mir immer, dass ich die. Aua. Dass ich die auf den rechten Analog gestickten auf den rechten Analog platzierten Art nicht aufladen kann, oder? Also nein, wollte ich gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ja, man muss ja Kreis gedrückt halten, also muss man vielleicht R3 gedrückt halten. Oder dem war nicht dabei. Oh, geil. Hier hätte ich ehrlich gesagt auch einen heftigen Kampf. Den muss ich gerade feststellen. Oh, Mann. Elvin, helf mir doch mal. Elvin, ich mein Alvin. Oh, ein paar TP. Weil nach den Kämpfen bekommen wir nur 4 Stück. Was soll denn das? Ich brauche noch viel mehr. So. Oh, ein Ausrufezeichen. Das heißt, die Gegner sind stark. Okay. Versuchen wir mal. Kommt her. Keine Gnade. Verdammt. Alvin, ich dachte, wir können ja Finger aufladen. Stark. Oh mein Gott, die Gegner sind viel stärker als ich gerade. Zack. Oh, so einen ähnlichen Angriff hatte doch auch Ron und Mila. Ich mach dich auch in der Luft fertig, genau, Luftkämpfer, glaube ich, weiß ich nicht. Man, ich brauche unbedingt irgendwann eine Fertigkeit, wo ich mehr TP bekomme beim normalen Angreifen. Aua! Komm mal her. Oh. Ich habe Stahl eingesetzt. Ja, ich habe jetzt höhere Angriff, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt auf der Bist konnte man auch Stahl einsetzen. Aber das genau nochmal machen, weiß ich nicht. Aua. Mann, die haben sie in sich. Alle auf ihn. Mach den fertig. Komm, ich heile uns ein bisschen. So. Wie schnell sie auf einmal da war. Was soll denn sagen? Ich bin irgendwie vertan. Da, Falkensturm.
Ach, durch sie bekomme ich ja TP, stimmt. Falkensturm. Geiler Angriff. Ach, so schlimm war doch nicht. Jetzt ist er wieder ein Level höher. Mann. Seelenfänger. Cool. Und noch ein Ausrufezeichen Dingen. Oh geil, ich wusste doch. Achtung, nein. Evan. Und jetzt. Da. Morgenchaos. Nochmal. Ha. Nein, wo ist der eine andere? Ach so, ja, ich habe mir auch einen neuen Angriff. Bitte mal diese auf TP. Ich habe schon, ich bekomme mehr TP, wenn ich mich mit dir verbinde. Das wäre geil. Da. Ha. Verdammt, nein, wollte ich gar nicht mehr einsetzen. Aua. So, davon möchte ich mal aufladen, der Version sehen. Da! Das ist meine Ladung abgebrochen, Mann. Okay, einfach nur ein längerer Angriff, ne? Ich würde ehrlich gesagt meine Anzeige da für andere Sachen aufbauen. Ob wir ihn hier voll gangbangen. So. I'm good at destroying things. Like human relationships. That's a low blow. Ich verstehe überhaupt kein Wort, was die sagen. Ey. Ich bin im Fernseher so leise. Schwarzer Hundeschwanz. Wenn du ihn richtig trägst, sieht er eher aus wie ein Schwanz einer Katze. Moment, nein, geht doch nicht. Entschuldige. Was? Okay. So, jetzt haben wir wieder den halben Part nur mit Kämpfe. Oh, so gemacht. Ach, so kommt man also rein. Okay, was haben wir hier? Ein mysteriöses Juwel. Ach so, da fällt mir gerade ein. Wir haben in den letzten Part eine Objektsphäre oder Itemsphäre plus bekommen und die sorgt eigentlich dafür, dass naja, hier für diese automatischen Objekte hier einen weiteren Slot hinzugefügt wird, glaube ich. Ich habe jetzt nur drei Gegenstände da drin und hier ist nichts, und ich ignoriere ich jetzt einfach mal eins. Ja, ich benutze die Dinger nicht so oft. Nur im Boss kämpfen könnten ja eigentlich nützlich werden. In anderen Fällen wäre ja eine Verschwendung. So, ich möchte jetzt nicht wieder jeden Kampf hier. Oh, warte, da vielleicht? Ja, da. Ich möchte jetzt nicht wieder hier jeden Kampf zubringen. Verdammt! Mann, ich wollte mich mal anschleichen. So geht das nicht. Erfahrung und Galt 15%. Ja. Verdammt, die soll ich mir auch mal öfter holen. So. So, jetzt kannst du ruhig kommen. Da war gerade das Speed aufgetaucht, habe ich gesehen. Zack. Ey. Und aua, Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber es funktioniert. Schön. Ah, das sah gut aus. Langsam kriegst du auch auf.
Verdammt. Ich wollte einen neuen Luftschiff fahren. Aua. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, wir brauchen eine Menge Geld. Und ich kaufe mir irgendwann mal hier mal ein paar Abendessen mit Rowan. Ein paar Gerichte. Oh, the soup was quite satisfying. Yes, the flavor was deep and refined. Really? You didn't think it was a little bland? Forgive me for saying so, Alvin, but your palate is too crude to appreciate such a delicate balance of flavors. My, my, aren't you the expert? It must have taken a great deal of effort for the chef to create such a layered flavor profile. Wow, you're really particular about food. And wollte ich auch gerade sagen. Cooking is something of a hobby of mine. I would love to try one of your dishes. It would be an honor to serve you. But the problem is, I use only the finest ingredients, which I insist on growing or raising myself. Naturally, I blend my own seasonings, and all of my recipes incorporate appropriate seasonal ingredients arranged in perfect harmony. But due to my relentless quest for culinary perfection, I have yet to actually complete my first dish. Sounds like quite the pursuit. Ja. Der Typ schleppt wahrscheinlich einen Teeservice mit sich herum. Also hätte es mich vielleicht nicht gewundert, wenn er auch eine Plantage und was weiß ich hier in seinen, ja, in sein Gewand drin hätte. Aber naja. Na, was gibt es hier noch? Ist hier noch so eine Truhe? Nö. Verdammt. Wenn mich die, oh. Wenn mich die Gegner hier so verfolgen, dann möchte ich natürlich nicht aus dem Weg gehen, aber ich kann ja nicht hier nur Kämpfe machen, dann komme ich ja gar nicht voran. 4000 Gold, geil. Das war schön. I approve of this. Ohne Truhe. Mit noch mehr Geld, bitte. Ne, Sirup. Habe ich noch nie oft benutzt. Oh, wir haben jetzt ein Problem. Nein. Boah, ist das ein... Ah. Oh, verdammt. Falscher Vater. Aua. Aua. Mann. Lass mich doch mal aufstehen. Mann. Warte, das gibt's Sache. Da. Genau. Ich wollte ihn noch wegkommen. Mein Gott. Hört auf, den Riesen zu Fall zu bringen. Mein Gott. Kessert direkt meinen Nacken hoch und teilt mir da ein Stück Haut weg. Attack on Titan. Wer es nicht gemerkt hat. Egal. Ja, nicht schlecht. Okay. So. Ich könnte eigentlich noch Rowan aufleveln. Aber einen Kampf machen wir noch. Kommt her. Das ist die einfachste Kombination, die ich mir merken kann. Ja, hiermit kann ich auch noch. Da, 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 da. Oh, der war gut angewendet. Affinierter Brecher. Nur links, rechts, Uppercut. Soll ich nicht Dinge einsetzen? So eine Art. Zack. Mixer. Ich finde ihn. Steht die Sonnenbrille richtig gut. So, dann leveln wir noch schnell Rono. Er bekommt. Ja, was bekommt er denn? Windpflanze. Genau. Mehr TP. Mehr KP. Ja, doch voll wenig KP sehe ich gerade. Oh. Noch mehr Intelligenz. Perfekt. Windpflanze erlernt. Und damit beende ich dann meinen Part. Bis später.